Hi Leute und willkommen zurück zu Fire Emblem Three Houses. Wir wollen unsere Erkundung beenden und das tun wir auch mal, weil wir haben genug beim letzten Mal geredet. Und ja. So, okay. Oh, das nächste Event. Der Ferdinand hat Geburtstag. Okay. Möchtest du für 200 Gold Blumen als Geschenk kaufen? Für Ferdinand? Ja, komm. Geburtstagsblumen an Ferdinand übergeben. Oh oh, jetzt liebt er uns. Na toll, jetzt gehen wir noch Geld dafür aus. Okay, wir dürfen Missionen machen. Die Mission für diesen Monat beginnen. Alles klar. Kloster Garrick Mach. Mission Rivalität der Häuser. Eine vielversprechende junge Söldnerin wird als neue Magistra für die Militärakademie ausgewählt. Studenten sowie Lehrkräfte sehen voller Neugierde zu, als sie sich dem Übungskampf zwischen den Häusern stellt. Okay. Speichern machen wir. Kampfprognose. Ja, das kennen wir, genau. Rivalität der Häuser. Weiße Wolken, Kapitel 1, drei Häuser. It's finally time for the mock battle. This is my chance to measure your worth as an instructor. Do you think you can rise to the challenge? Mal gucken. Ah, kein Problem. Wenn es unbedingt sein muss, nee, kein Problem. So confident. This will be interesting. Each of us has undergone strict training. We're prepared for anything that comes our way. Okay. That means there's no need to hold back. Show us what you're capable of. Hey there. Did we miss our invite to this strategy meeting? Oh, no worries. We'll just join in now. Simply tell me your weaknesses and you're welcome to stay. But is there enough time to cover them all? Sie kontert ihn auch gut. Ah, so you can't win unless you know my weakness. Poor princess. You really should believe in yourself more. I spare no effort when pursuing victory. As a master of schemes, I should think you would understand. Aha, er ist also ein Intriger. Okay. Schemes? Me? I have no idea what you're talking about. I plan to fight fair and square as ever. Hearing the words fair and square from Claude can only be a bad omen. Sie sind beide gegen ihn. Your Highnesses haven't known me for very long, but you already have me figured out, don't you? No need to poke fun. I will fight with honor. That said, I will fight to win. Yes, and the same is true of us. Right, Professor? Richtig. Bitte macht es nicht zu schwer. Ich habe nicht vor zu verlieren. If that is how you feel, then I will not hold back. Alles klar. Das wollen wir auch nicht. Oh, how precious. Looks like you and the students have become fast friends. While I am pleased that you are taking the initiative to acquaint yourself with the students, I'm afraid it's about time for the faculty strategy meeting. Ah, how time flies. In that case, I'll see you later. Edelgard? Professor? Be careful out there. Manche Waffen und Kampftechniken haben zusätzliche Auswirkungen auf den Gegner, wie beispielsweise die Senkung seiner Werte oder eine Vergiftung. Einige dieser Effekte dauern nur eine Runde, während andere sich über mehrere Runden erstrecken können. Tutorial. Machen wir mal Magie. Magie kann eine Einheit mit der benötigten Fähigkeit und Klasse neue Angriffs- und Verteidigungsmöglichkeiten bieten. Angriffsmagie muss anstelle einer Waffe ausgerüstet werden. Während unterstützende Magie unabhängig von ausgerüsteten Items gewirkt werden kann. Magie kann immer nur begrenzt oft eingesetzt werden, aber die Anwendungen werden nach jeder Schlacht aufgefüllt. Okay. Welche Magie deine Einheiten lernen können, hängt von ihren Fähigkeiten ab. Schwarze Magie und Dunkle Magie werden durch das Studium der Vernunft erlernt. Okay. Während Weiße Magie durch die Entwicklung des Glaubens erworben wird. Aha. Und Kampfvorbereitung.
Wähle Einheiten, um auszuwählen, welche Einheit in den Kampf ziehen soll. Drücke den A-Knopf, um eine Einheit mitzunehmen oder zurückzulassen. Einheiten, die grün markiert sind, können nicht zurückgelassen werden. So, da, okay. Wähle Inventar, um Items zu sortieren, Fähigkeiten und Kampftechniken auszurüsten, Bataillone zuzuweisen oder Charakterklassen zu wechseln. Okay. Wähle Karte, um dir das Gebiet und die Platzierung deiner Einheiten darauf anzusehen. Wenn du bereit bist, wähle Los, um den Kampf zu beginnen. Okay. So, machen wir doch erstmal Einheiten. So, euch muss ich mitnehmen, ne? Ihr seid automatisch dabei. Kann ich... Null Einheiten? Moment. Ich nehme mal Hubert weg. Moment, warte mal, ich kann die alle wegnehmen? Nee, du nicht. Ach so, so grün markiert meinen die. Nehmen wir dich mal weg, dafür nehmen wir dich und dich mit. Autoresser? Keine Ahnung. Den möchte ich mitnehmen, das ist schon cool. Den hier mag ich nicht so, der ist... Ah, was haben wir denn hier überhaupt? Sie hat einen Bogen, du hast ein Schwert. Du hast zwei Schwerter, achso, ja, das sind wir selbst. Du hast Äxte und eine Lanze, das heißt, wir haben nur keine Magier so richtig, ne? Du bist ein Heiler? Heilmittel, nee. Du bist ein Magier oder was? Kann das sein? Axt und Übungsschwert. Hat aber auch ein Heilmittel dabei. Warum hat der keine Waffe? Er muss Magier sein. Bogen können wir gebrauchen. Schwert. Jetzt haben wir zwei Schwerter. Lanze und Axt. Ich lasse das erstmal so. Oder? Ja, komm. So, Inventar. Nein. So. Items, Fähigkeiten. Gut, das ist neu sortiert. Schwert Level 2, Faustkampf. Autorität ist das. Haben wir irgendwie die Details? Er verleiht beim Verwenden von Strategien Kraft plus 2. Was immer Strategien sind. Respektable Lehrkraft. Klasse. Entfernen, Tausch. Tausch. Verfügbare Fähigkeiten. Nehmen wir mal das mit. Nein! Moment, das will ich schon ausrüsten. Ja, klar. Moment. Tausch. Ach so, ich kann eine bestimmte Anzahl an Fähigkeiten mitnehmen. Moment, dann nehmen wir dich mal wieder entfernen, damit das wieder... Nein! So, und ausrüsten. So, damit es wieder unten steht. Ach so, okay. Du hast keine anderen Fähigkeiten. Wir können es also auch noch die Fähigkeiten zurechtlegen, welche wir brauchen. Guck mal, sie hat Lanze und Bogen sogar. Aha. Vernunft und Glaube. Das weiß Magie dann. Schwert und Vernunft, aha. Kasper. Axt und Faustkampf. Hubert. Bogen, Vernunft und Autorität. Aha. Aber du hast keine. Egal. Kampftechniken. Haltbarkeit der Waffe minus 3. Ah, okay. Das zählt also für 3 Angriffe, wenn wir das benutzen. Zornesschlag. Minus 5 sogar. Boah. So. Können wir uns denn hier angucken, was das macht. Kraft plus 5. Trefferwahrscheinlichkeit plus 10. Reichweite 1. Ein mächtiger Schwertangriff. Trifft es denn mehrere, oder? Wow. Was ist denn das jetzt alles? Okay. Statuswerte, Items, was ich ausrüsten, Fähigkeiten. Ja, das ist einmal die komplette Bataillon, hat er keines. Fähigkeiten, Schwert, Lanze. Na, guck mal, da sehen wir sogar, er kann reiten, ist wohl ganz gut für ihn. Schwert, Lanze und Axt, damit kann er wohl umgehen. Und Lanze hat er sogar auf D. Ah, das ist eine Grundklasse. Das ist eine Primärstufe, aha. Da können wir ihn spezialisieren auf Lanze, Schwert, Axt und sowas. Und die Mittelstufe. Cool. Examen. Achso, das ist Examen 1. Ah.
Das ist die erste Stufe nur. Und dann kann er hier nochmal verbessert werden in der Oberstufe. Okay. Jahr 1162. Geboren als ältester Sohn des Herzogs von Haus Egie. 1171. Sein Vater gelangt durch den Aufstand der sieben Häuser an die Macht. 1180. Tritt der Militärakademie von Garrick Mach bei ein. Okay. Oh, interessant. Was ist bei uns so drin? Wir sind 1,64 groß. Okay, wir sind nicht so riesig. Erfahrung. Noch 34. Bewegungsradius 4. Kannst du 4 Felder bewegen? Oh Mann. Okay, wir haben eine Menge Heilmittel dabei. Das ist ein bisschen zu viel sogar schon. Zorneschlag als Fähigkeit. Respektable Lehrkraft. Genau, das ist ja die Fähigkeit. Ein bisschen mehr Erfahrungspunkte bekommen. So, wir sind gut im Umgang mit Schwertern. Faustkampf. Können wir auch gut lernen scheinbar. Warum ist denn bei Glaube diese 3 Sterne? Und Autorität kann sich auch noch steigern. Ganz gut. Okay. Wir können uns auch spezialisieren. Ich denke mal, wir werden Schwertkämpfer bleiben. Ich hab schon Bock drauf. Oder zum fetten Ritter werden. Oh, eine Wiefern. Da hätte ich auch Bock drauf. Müssen wir gucken. Oder Heiler. Aber wir können alles werden. Cool. So, was haben wir denn hier? Geboren als Tochter von Geralt. Aber ohne Jahresdatum. 1180, zur Magistra an der Militärakademie von Garrick Mach berufen. Alter? Fragezeichen. Sonst hätte man darauf rückschließen können, wann sie geboren ist. Clever. So, Wappen. Ein Teil dieses komischen Ladebalkens. Noch 34 Erfahrungen. Aktivitätspunkte. Erkunden 2, Unterricht 3, Kampf 1. Können wir wahrscheinlich noch benutzen. Dozentenrang ist gerade mal noch aber naja, dann müssen wir halt noch ein bisschen was machen. Enge Verbündete, Edelgard, Mercedes und Manuela. Wieso Manuela? Okay. So, wollen wir dich auch nochmal angucken. Ups, nein. So, jetzt. Alter 17, weiblich. Größe 1,58. Ach, wir sind größer. Noch 21 Erfahrungspunkte, sie ist Level 2. Okay. Kaiserliche Linie. Oh, sie ist schlecht mit Bögen und schlecht im Glauben. Jetzt können wir hier mal gucken. Was haben die zwei? Vernunft sind diese zwei Bücher und Glaube ist ein Buch. Okay, Vernunft hat sie 3 Sterne, was auch immer das sagt. Aber ist trotzdem nur Rang E. Sie ist richtig schlecht im Glauben und mit Bögen kann sie auch nicht wirklich kommen. Schwerter, Äxte, Autorität und Rüstung ist gut. Sie ist ein guter Tank, würde ich sagen. Was haben wir denn hier? Grundklasse. Okay. Ich will im Grunde alles auf Schwerter machen, aber ich glaube, sie lässt sich dann als Axtkämpferin oder so. Oh, sie als Pegasus-Ritterin wäre auch cool. Aha. 1162. Geboren als 4. Tochter von Kaiser Ionios dem 9. Des Adrestianischen Reichs. 71. Flieht mit ihrem Onkel Herzog Arundel ins Königreich. 74. Kehrt mit Herzog Arundel ins Kaiserreich zurück. Wow. 80. Tritt in die Militärakademie von Garrick Mach ein. Hobbys: Lesen, Erkunden auf eigene Faust. Okay. Talentierte Individuen, Diskussion über Geschichte und Taktik, Natur, schöne Landschaften. Mag nicht alte und überholte Werte, Wappen, Ratten, Ketten. Sie mag keine Ketten. Schwimmen. Sie mag nicht zu schwimmen? Was ist mit ihr? Kontrollverlust. Na, Kontrollverlust kann ich verstehen, aber sie mag es nicht zu schwimmen? Wasser ist super. Unglaublich, die Frau. Prinzessin und Erbin des Adrestianischen Reichs. Aber sie hat auch ein Wappen. Hat irgendwer kein Wappen? Hast du ein Wappen? Moment. Doch, du hast auch ein Wappen. Hast du ein Wappen? Sie hat kein Wappen. Oh. Also hat sie keine Superfähigkeit? Er auch nicht. Du auch nicht. Du hast ein Wappen? Okay. Und sie auch nicht. Interessant. Aber Ferdinand hat ein Wappen. Also die drei sind safe immer in meinem Team, würde ich sagen. Okay, sie können wir nicht wechseln, aber was ist mit dir? Du hast auch ein Wappen, ja. Du bist gern gesehen. Was kann sie eigentlich? Heilmittel,
Ist ja nur ein Übungsschwert, das ist so richtig. Nee. Ja, wir könnten ihr eigentlich ein Schwert von uns abgeben, ne? Aber die spielen wir ja gerade nicht. Bataillone, komm uns hin, ein Bataillon zu weisen. Da stehen keine Bataillone zur Verfügung. Für uns nur oder generell nicht? Scheinbar generell nicht. Schade. Klassenwechsel. Können wir jetzt schon wechseln? So, wir sind nur Bürger. Okay. 63, A, 63, Basisinfo. Einer der Folklands vielen bürgerlichen Einwohner dieser Gesellschaftsschichten. Die Klasse kann ein wenig Magie einsetzen. Okay, wir sind noch als Bürgerklasse. Dann lassen wir das erstmal. So, dann System, was haben wir denn da? Option, Tutorial, ne. Unterstützung. Was ist das denn? Ah, die Verbundenheit zueinander. Kann ich aber nicht hier ausrüsten, momentan. Okay. Edelgard, hast du vielleicht eine Verbindung zu irgendwem? Aktuell nicht. Hm. Ferdinand, du willst doch hier immer an die Gutste ran. Dann nicht. Wobei, er hat mehrere Auswahl, hat er ja gesagt, ne? Hm. Okay, dann geht das halt noch nicht. Karte, was sagt denn unsere Karte? Herauszoomen, machen wir das doch erstmal. Alle Gegner werden... Ah, unsere Siegbedingung. Alle Gegner werden besiegt, Niederlage. Byleth oder Edelgard wird besiegt. Okay, und dann sehen wir da jetzt... Moment. Wir sehen hier jetzt... Lawrence. Okay. Ignaz. Was haben wir hier? Cloud und Hilda. Er hat einen Bogen und sie hat eine Axt. Ein Wurfball. Oh. Stimmt, wer. Beile kann man auch werfen. Übungsbogen. Der ist relativ schwach, schätze ich mal ein. Übungsaxt hat er aktuell ausgerüstet. Die können das auch wechseln. Übungslanze und. Was haben wir hier? Hanneman. Achso, er ist der Anführer. Den müssen wir besiegen, scheinbar. So, ich würde schon behaupten. Nosferatu. Moment. Sie und der? Ist nicht ein bisschen unfair? Okay, wir haben unsere 5. Die haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So, was haben wir hier an Boni? Das sehe ich gerade nicht, aber hier kann ich sehen. Wald. Verteidigungsgelände. Flieger sind nicht betroffen. Plus 30 ausweichen. Schutz 1. So, wir haben... Wir können mal gucken. Wir können Gegner auch anklicken eigentlich, oder? War das nicht so? Ah, hier können wir ihn mal angucken. Angriff, Treffer und Crit. Er hat nur die und hat sonst nichts ausgehört. Hat aber auch Heilmittel. Und so eine Fähigkeitenlevel, aha. Gute Infos. Kann man jetzt irgendwie... Ne, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Was haben wir denn sonst so? Ich weiß, dass man die Gegner mal markieren konnte. Vielleicht geht das jetzt nicht in dieser Ansicht. Wir speichern mal. Und dann starten wir. So, dann go. Yep. Alle Gegner werden besiegt. Beides oder egal, wird besiegt. Genau, das hatten wir schon gesehen. The mock battle is finally here. Will you lead us to victory? Ich versuch's. I'm sure you already understand, but the house that defeats the other two is declared the winner. Incidentally, I'll be overseeing this mock battle, so listen well if you want to win. Da dies ein Übungskampf ist, sind besiegte Einheiten nicht permanent verloren. Alles klar. Das ist schon mal gut. Für unseren ersten Kampf. So, du gehst erstmal dahin und wartest. Du stellst dich mal dahinter. Tausch, Vorrat. So, wir konnten. Ah, jetzt können wir es machen. Dann sehen wir nämlich jetzt, wie weit die angreifen können. Wenn wir drüber sind, sehen wir, das Blaue sind ja die Bewegungs- und das Rote ist, bis wohin sie angreifen können. Das heißt, sie steht da sicher. Dich nehmen wir auch nochmal mit rein. Und dich. Okay, wenn wir die jetzt pullen wollen, stellen wir dich mal dahin. Warten. Und wir hoffen, dass er jetzt auch ankommt.
Eine Lanze. Okay, stellen wir dich auch nochmal dahin. Und dich mal darüber. None of your shallow tactics are required, Claude. Ignatz and I will dismantle the opposition. Oh, er ist eingebildet. Me? But I'm not ready. Are you making light of our new professor? If you drop your guard, you're gonna get hurt. Ash, can you move to the front lines? I want to lure the enemy this way. Got it, Your Highness. Leave it to me. Once you finish preparing, make your move. Did you? Mercedes? Keep our enemy occupied until then. I'm on it. Oh my. We'll try our best. Okay, das war freisilber. Aber nicht zum Schaden. Oh, Crit. Alter, hat sie ihn zerfetzt. Oh, unthinkable. Each battle, a chance to grow. Oh, Level Up. Sehr gut. Was erhöht sich? Stärke. Alter, ist richtig fetter Boost. 6 Werte ist, glaube ich, mit unter das Maximum. Auf jeden Fall ist das richtig nice. Wir müssen alle unseren Teil leisten. So, da schon mal hinüber. Okay. Können wir. Ah, Mist, sie kommt nicht so weit. Bist du so weit? Nö. Gehst du mal. Moment. Das bremst uns wahrscheinlich aus, ne? Oder? Das ist genau außerhalb der Reichweite. Das missfällt mir. Okay, du kommst eh auf uns zu. Moment, den muss ich mal hier abschalten. Du kannst uns angreifen, das weiß ich. So. Du bist ein Bogenschütze. Was, wenn ich dich da wegschicke, sollte er da oben schon mal nichts machen können. Das heißt, ich schicke dich mal darüber. So. Ignaz. Du kannst eigentlich alle angreifen, was irgendwie nicht so ganz geil ist. Aber du kannst dich wehren. So, das heißt aber, du wirst wahrscheinlich sie angreifen. Nein. So. Du wirst wahrscheinlich sie angreifen, wenn ich dich da wegnehme. Zwei Bogenschützen. Da war sie, glaube ich, sicher. So, dann beende ich mal den Kampf. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Well done, Teach. I may have to take this seriously after all. Ah, das habe ich gewusst. Also kann ich mich jetzt verteidigen. So, jetzt bist du nämlich dran. Lanze gegen Bogen müsste eigentlich gut sein, oder? Ja, in dem Lanze, er kann sich nicht verteidigen, weil er Fernkämpfer ist. Oh, Crit plus 20 haben wir da unten sogar. Ah, wegen der Unterstützung von ihr. Ja, nice. Hau mal drauf. So, jetzt hat sich das schon mal verbessert. Zwar mit ihr mache ich irgendwie gerade nicht ganz so viel. Wir nehmen uns mal selber und... Ja, Eisenschwert. Hau dich mal kaputt. Down. I'm lost. The new professor is quite a commander. Should I have held back? Sehr gut. So, was ist mit dir? Du kannst uns angreifen. Den Schaden muss ich jetzt annehmen. Du machst... Ups. Angriff hast du 11. Crit Wahrscheinlichkeit 7. Ich glaube, wenn man crittet, macht das dreifachen Schaden. Ich glaube, so war das. AG 5. Angriff 5. Abwehr 5. Schuss oder sowas, keine Ahnung. RSL. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Können Heilmittel.
Eine Art noch ein Heilmittel. Was benutzt er wahrscheinlich jetzt erstmal nicht? Er hat die Fähigkeit mit dem Schlüssel, genau. So, er wird wahrscheinlich einmal die beiden hier angreifen, was ein bisschen doof ist. Wenn ich dich da hinstelle, solltest du ihn eigentlich nicht angreifen. Oder sie. So. Ja, das bleibt so. Autokampf. Warum gibt's das denn? Naja. Mal gucken, ob er jetzt ankommt. Der macht wirklich? Jetzt greift er sie an. Oh, sehr schön. Weil sie ein Ding entsteht. Sehr gut gemacht. So, dann kannst du eigentlich nochmal angreifen, ne? Eisenbogen? Ja, er geht auf 0 runter. 93%ige Wahrscheinlichkeit dafür. Dann. Hau ihm um. So strong. Have to do better next time. Anywhere I can hide. Oh, das bringt gute Erfahrung. Ja, ich hab's immer nicht so ganz mit Bogenschützen, aber. So, was bist du denn? Bogenschütze und Wurfball. Das Problem ist, dass ich hier drum rum muss, ne? Weil die können auch nur bis dahin schießen. So, hier können wir hin. Was kriegen wir denn hier? Ein Item. Wir kriegen Heilmittel. Das ist das, was grün angezeigt wird zumindest. Oh, sie hat sogar 2 Fähigkeiten. Krass. Okay, die sollten wir uns auf jeden Fall schnappen, bevor wir hier rüber gehen. Mittelstufensiegel. Ah, das ist dann unser Sieg wahrscheinlich. Was hast du? Okay, ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg dahin. Wir haben zum Glück keine Rundenbegrenzung. So, du warten. Du gehst darüber. Und du gehst dahin. So. Let's use the forest to set up an ambush. I'm counting on your support, everyone. Stimmt, er steht im Busch. They're waiting in the forest. We'd do well to take a detour. Genau, das habe ich mir vor. Ich möchte jetzt hier außen lang laufen. Die von. Na gut, sie stehen im Busch, ne? Da ist doch was im Busch. Jetzt haben wir eigentlich nur 5 Einheiten. Das ist echt wenig. So, mal Reichweite. Aha. Das ist doch gar nicht so wenig. So, du 4 Felder und du auch 4 Felder. So, das ist eure Reichweite. Lass mich nicht angreifen, wundert mich ja. Okay, bis dahin sind wir auf jeden Fall noch sicher. Ja, hat schon Vorteil, wenn man mal einen Teil so gespielt hat. Weiß man ungefähr, wie alles so funktioniert. Und das Grundsystem hat sich hier nicht geändert. Das finde ich eigentlich ganz gut. So, probieren wir uns mal darüber. So. Wir haben genug geschafft. Jetzt mit Blick auf die Uhr, ja, mache ich erstmal Schluss. Wir werden versuchen, erstmal die beiden hier wegzukriegen, um dann hier hinzugelangen. Diese Häuser und sowas, die kann man auch besuchen. Jedenfalls war das früher so. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch ist, auf diesem Übungsgelände. Vielleicht später noch. Aber ja, müssen die beiden Bogenschützen loswerden. Ich weiß nicht, wenn wir unseren Bogenschützen hier hinstellen. Ah, okay. Das ist das Problem. Die haben beide einen Angriffsradius auf die beiden Felder. Das heißt, die beiden können immer die beiden Felder angreifen. Aber hier können wir uns hinstellen und sie angreifen. Mit unserer Bogenschützin. Also sie hat halt den Vorteil mit dem 40% Ausweichen, ne? Naja gut, wir werden uns beim nächsten Mal entscheiden hier und bis dahin dann. Ciao.